Ja, also lieben Dank also für die Einladung hier. Auch danke für die Grußworte und diesen Motivationsvorschub, den das Bildung hier leisten soll. Der Titel ist What the fuck is e-learning? Ich habe das lange überlegt. Andreas hat gebeten, ich soll wieder provokativ auftreten. Und ich bemühe mich, ja, und werde wirklich versuchen, einmal wieder quer zu denken, auch dahin zu denken, was ist e-learning heute, wo muss e-learning hin? Und darum auch die zweite Überschrift, also e-learning im Jahre 2032. Warum diese Zahl, auf das komme ich gleich. Aber das ist für mich ein momentan sehr wesentlicher Punkt und viele Fragestellungen und Initiativen, die wir in Graz, in Norddeutschland oder auch im ganzen deutschsprachigen Raum machen, das muss ja das ganze Sinn ergeben. Und die Frage ist, wo kommen wir hin mit den Medien? Ja, meine Person an sich ist im Netz tätig meistens. Ja, also viele kennen mich aus dem Netz, aus verschiedensten sozialen Netzwerken. Nachdem das mein Beruf ist, erreichen Sie mich auch dort. Das heißt, wenn Sie Lust, Laune, Fragen, Wünsche, Beschwerden an meine Person haben, da hier sind die Kontaktdaten. Was mache ich sonst? Ich bin eigentlich Abteilungsleiter an der Technischen Universität Graz. Größenordnung Graz ungefähr wie Lübeck von den Einwohnerzahlen. Es gibt also in Österreich zwei technische Universitäten. Die eine steht in Wien, das ist die große, und wir sind die etwas kleinere und wie gesagt eine technische Universität. Dort leite ich die Abteilung Vernetztes Lernen, nennen wir uns, nicht mehr E-Learning, und bin also zuständig für etwa 15.000 Studierende. Ich habe mich habilitieren dürfen vor 5 Jahren. Das hat dazu geführt, dass ich einen zweiten Job habe. Ich bin also Senior Researcher auch im Institut für Informationssysteme und Computermedien, relativ sperrig. Ehemals Professor Maurer, Hyperwave, für die Leute, die sehr lange im Geschäft tätig sind, klingelt's. Das war so, ich bin der Letzte, der unter ihm habilitiert hat, und mit mir hat er quasi dann das E-Learning übergeben. Und deswegen also forsche ich auch zu diesen Themen, E-Learning, Mobile Learning, was halt ansteht eigentlich, und bin einer der stärksten Vertreter im Sektor der Open Education Resources, was man wahrscheinlich dann im Vortrag auch durchaus merken wird. Aber damit man das also ungefähr einstufen kann, ich beschäftige mich also meistens rund um die Uhr mit diesen Themen, und wir versuchen also viele Dinge genauso, um also auch Schritt zu halten und auch zu schauen, welche Effekte hat das. So, beginnen möchte ich mit diesem Gedankenspiel. Ja, also es gibt also viel kleinere Kinder unter uns heute. Gehen wir davon aus, also Ihr Kind, Ihr Enkel kommt an die Schule heuer im September, also Schulanfänger im September 2015. Dieses Kind schließt 2019 die Volksschule ab, maturiert im besten Falle 2027, achtjährig, also ich habe gehört, Bayern will wieder zu den 9 Jahren zurück, erhält den Bachelor 2030 im gesetzten Falle und feiert dann seinen Masterabschluss vielleicht auch hier 2032 und fängt zum Vollzeitarbeiten an. Und die Frage, die ich immer stelle, auch dem österreichischen Bildungssystem, dem deutschen oder auch der ganzen Welt, bilden wir die Kinder, die wir derzeit in unser Bildungssystem lassen, für eine Arbeit im Jahr 2032 aus? Ich habe viel mehr Bauchweh, ich sage mal ganz provokativ, ich weiß nicht, ob wir sie überhaupt fürs Jahr 2015 ausbilden. Ja, wenn ich mir das anschaue, was so läuft in den Schulen und wie die rausgelassen werden, was die Medien betrifft, habe ich riesiges Bauchweh. Und das heißt, wir müssen was tun, und das ist also die Grundaufgabe, und ich glaube, wir alle, die in diesem Feld tätig sind, geben mir da schon recht, also dass man hier viel tun muss. Die Frage ist, was muss man tun und wie kommt man weiter? Was ist dieses E-Learning? Das versuche ich jetzt zu behandeln. So, jetzt habe ich mich verdrückt. Dazu habe ich also 5 wesentliche Fragen, und ich versuche auch Antworten dazu zu geben. Das heißt, für mich ist das wie eine Art Stufe. Das heißt, wenn man das eine erreicht hat, geht es also in den nächsten Schritt, weil also das Ganze hat also eine gewisse Reihenfolge. Das erste ist die Frage, wer braucht denn noch dieses E-Learning? Ich bewege mich jetzt also auf dem Niveau unserer Studierenden. Ich schaue mir die Studenten an, die zu uns kommen, schaue mir die Schüler an, was machen die eigentlich in der Schule, wie arbeiten die mit Medien, wie sind die dort integriert. Und die stellen wahrscheinlich die Frage, wer braucht noch dieses E-Learning? Warum? Als erstes bringe ich also immer sehr gerne diese CIMS-Studie, die also in Deutschland die größte Studie ist zum Thema Medieneinsatz und die jährlich rauskommt. 2008 ist ein sehr markanter Punkt gewesen, da war das Internet plötzlich wichtiger als das Fernsehen. Das ist nie wieder zurückgefallen, das heißt, Kinder brauchen eher das Internet als das Fernsehen. Und da steht also jetzt im November letzten Jahres drin, das Medienangebot ist in Haushalten, in denen Jugendliche heute aufwachsen, mittlerweile extrem vielfältig. Bei Handy, Fernsehen, Computer, Laptops sowie Internetzugang ist die Vollausstattung bereits erreicht. Das heißt, Vollausstattung, das haben sie in allen deutschen und auch in allen österreichischen und schweizerischen Haushalten, nehme ich an.
Auch Smartphones stehen kurz davor und sind in 94% der Familien vorhanden. Hier zeigt sich eine deutliche Steigerung, das war noch vor 2, 3 Jahren nicht so. Ähnlich bei den Tablets-PCs, die bereits also bei 50% liegen. Das heißt also, Medien sind dort einfach vorhanden, auch Internetzugang ist vorhanden. Wie wir mit dem E-Learning angefangen haben, hat es noch geheißen, das können wir nicht tun, weil es hat ja keiner einen Internetzugang. So schnell geht das. Ja, dann, wenn man weiter zurückgeht, zu den Kindern. Also Kindern jetzt, ich rede hier von Umfragen, 11-Jährige, 12-Jährige und wir haben uns 2009 also angeschaut, damals noch Media-Enriched Phones, das heißt, das waren die Vorläufer der Smartphones, kaum WLAN und so weiter, und haben also die Kinder gefragt, was macht sie denn auf dem Handy? Dann sieht man, also dieses Blaue ist nie, also SMS natürlich sehr stark, also auch Fotos, Videos waren damals 2009 sehr stark und sie haben also kaum mit dem Internet gesurft und auch E-Mails kaum gelesen. Also ich rede jetzt von 10, 11, 12-Jährigen in der Größenordnung. So, 4 Jahre später, 2013, hat sich das dramatisch verschoben. Also nie Internet surfen und nie E-Mails ist dramatisch gesunken. Der Wert wird heute noch tiefer liegen und geht auch immer weiter zurück. Wir in Österreich erreichen fast die 90-95% Besitz an Smartphones im Alter von 9 Jahren, letzte Grundschule. Haben die Kinder im Prinzip diese Telefone schon eingesteckt und so wie es halt ist, man kann also als Vater oder Mutter schwer sagen, na, du kriegst ein Media-Enriched Phone, weil damit kann man sich in der Schule nicht blicken lassen. Ne? Das heißt, die kriegen auch neue Modelle und die haben diese Geräte schon zur Verfügung. Und der Wert sinkt, also das sehen wir auch ganz deutlich. Ja, und ich, nachdem ich also an der Universität tätig bin, frage ich mich immer, wie schaut denn der Student von heute aus? Ich bin ja zuständig für Servicierung und das heißt also, was kommt denn da auf mich zu am ersten Tag? Und wir machen also jetzt schon seit 8 Jahren eine quasi Langzeitstudie dadurch, und zwar den sogenannten Welcome Days, heißt das bei uns. Das ist der erste Tag an der Universität, da wird dann evaluiert, wie toll diese Welcome Days sind. Und nachdem ich sie leiten darf, mache ich noch einen zweiten Fragenbogen, wenn wir schon alle befragen mit Paper Pencil und frage sie mal nach Medienbesitz, frage, was macht sie eigentlich im Internet und so weiter und so fort. Das ist also eine 8-jährige Langzeitstudie. Das Einzige, was einschränkend ist, es sind natürlich Studierende, die sich freiwillig auf eine technische Universität begeben hat. Es ist wahrscheinlicher, dass sie technikaffiner sind, aber wir haben auch Architektur oder so, wo also typischerweise das also nicht hundertprozentig zutrifft. Mittlerweile 6.000 Leute, die hier also befragt worden sind. Wie gesagt, also die neuesten Ergebnisse haben wir wieder eingearbeitet. So, was zeigt sich hier? Haben wir ja ganz eine sehr nüchterne Frage, was besitzt der Student von heute? Ja, wenn er so an die Universität kommt, dann sieht man hier mal den großen Ast, über 70% meiner Studierenden besitzen zu Hause einen PC. Über 60% besitzen einen Laptop, das heißt, die meisten 2 Geräte haben also einen PC, einen Laptop. Wir sehen, die 94% Smartphones kann ich fast bestätigen. Wir sind heuer erstmalig über die 90%-Grenze gekommen. Das heißt also, es gibt nur mal ganz wenige, die also kein Smartphone eingesteckt haben. Der größte Teil, das ist für die Techniker von uns, selbstverständlich Android, über 60%. Kostenfrage natürlich und auch natürlich eine hohe Anzahl an Geräten im Vergleich zum iPhone. Und der zweite große ist natürlich das iPhone. Die zwei machen fast die 90% aus. Es gibt zwar andere, aber die sind also, wie gesagt, verschwindend klein im Besitz der Studierenden. Ja, zu Lasten von diesen Telefonen, sage ich einmal, sind die MP3-Player im freien Fall hier drüben. Die haben nun mal noch ganz wenige. Wie wir so vor Jahren noch weit über 40% gehabt haben, sind wir heute bei 10%. Und spannend für uns etwas, was wir sehr stark im Auge haben, sind die E-Readers, die also jetzt bei 15% liegen. Das heißt, also jeder 6., 7. Studierende besitzt auch schon so einen kleinen Kindle. Und natürlich wird die Nachfrage steigen, also je mehr dieser Gerätebesitz steigt. Ja, dann das Kommunikationsverhalten. Also was mich natürlich interessiert, wie kommunizieren unsere Studierenden, wenn sie also auf täglicher Basis, also die Frage ist, wie kommunizieren Studenten auf täglich, und dann ist natürlich außen vor E-Mails, man sieht, der Wert ist konstant mit 90%, das können sie, SMS, das ist gleich gesunken auf 80%, und dann gibt es den dritten großen nochmal, das ist Facebook. Facebook hat also erst 4 Säulen, weil das wirklich der markanteste Unterschied in dieser 8-jährigen Studie war, von einem Jahr aufs andere von 1 auf 80%. Und das ist auch im Prinzip konstant geblieben. Das heißt, dass unsere Studierenden bewegen sich da drinnen und kommunizieren, in welcher Form auch immer. Ja, das für die Leute, die Twitter nutzen, so wie mich, das ist die traurige Realität da unten. Das ist nie gestiegen und das ist also für ein paar wenige übergeblieben.
Newsgroups sind quasi im freien Fall. Das war es auch. Es schon langsam stirbt das wirklich auch. Skype hält sich ganz gut. Und was wir heuer neu dazu genommen haben, weil wir glauben, also das sollte man jetzt auch mit untersuchen, ist also diese neue Säule hier. Die Frage nach WhatsApp. Also wie viele unserer Studierenden erstes Semester verwenden dies auf täglicher Basis. Und Sie sehen, es ist auf der gleichen Höhe mittlerweile wie Facebook. Das heißt also Facebook, WhatsApp, und dadurch verliert SMS etwas. Das ist also völlig normal, dass Studierende heute miteinander reden. Ja, man kann das dann, also weil hier natürlich Moodle interessant ist, habe ich auch diese Folie reingegeben. In Österreich ist es also so, dass die österreichischen Schulen zentral eigentlich Moodle ausrollen und allen Schulen zur Verfügung stellen. Deswegen bin ich auch immer sehr interessiert, wie das eigentlich an Schulen eingesetzt werden. Das ist also diese Grafik hier. Man sieht also auf die Frage hin, welche E-Learning-Plattformen oder was ist eigentlich fürs Lernen in Verwendung. Dann sieht man, dass also bei Moodle 10% in österreichischen Schulen nur ist. Also es wundert mich nicht, also so wie wir das machen. Und liegt also so dümpelt dahin, also auch 30% sagen, sie haben also nie diese Plattform im Einsatz gehabt. Das heißt, ich bekomme nicht unbedingt Studierende, die sehr arriviert sind im Umgang mit Lernplattformen, sondern zumeist, also wie man sieht hier, sind sie perfekt in der Office-Software, das können Sie natürlich in einer gewissen Weise, und das Lernen am PC, das sind also im Prinzip gewohnt, das pendelt zwischen Often und Daily. Heuer erstmalig wollte ich auch wissen, wie schaut es eigentlich aus mit digitalen Lernmaterialien? Das heißt also, wenn man die Frage stellt, also sind die Lehr- und Lernmaterialien noch digital? Oder sind es noch Bücher? Was passiert da eigentlich in den Schulen? Und ich habe sie versucht, auf einer Skala von analog bis quasi 100% digital einen Balken anzukreuzen, wo sie glauben, wie sie heute also arbeiten. Und man sieht also, die meisten sagen, es ist also schon also ausbalanciert, noch mit einer leichten Tendenz zum Analogen. Also es gibt natürlich noch sehr viele analoge Schulbücher. Und das liegt also zwischen der Hälfte bereits, aber was digitales Material betrifft, das ist auch durchaus also kein kleiner Anteil mehr. Das heißt also, es wird schon sehr, sehr viel digital gemacht. Ja, man kann also das dann weiterspinnen, also wir fragen dann ganz genau ab, welches Tool denn und so weiter, weil es uns das natürlich auch interessiert, dann sieht man also fürs Lernen an und für sich ist da ein großer entscheidender Block drinnen, das sind die ganzen Word und Excel oder sonstigen Text- und Tabellenverarbeitungsprogramme. Dann natürlich die Kommunikationsschiene, also der grüne Balken ist immer das, wo gelernt wird, ist relativ hoch, und dann natürlich zum Teil YouTube, sehr stark die Wikipedia und dann hier hinten noch einmal die Dropbox. Also das ist so etwas, wie der Student sich heute sieht, was er bereits also in der Schule auf täglicher Basis also auch zum Lernen verwendet. Ja, man kann also die abschließende Folie, weil also wir eigentlich die Untersuchung auch dahin getrieben haben, wie ist es dann, geht Facebook aufgrund von WhatsApp zugrunde oder ist WhatsApp der Todbringer für Facebook, haben wir versucht zu clustern und zu schauen, also dass Leute, die es zum Beispiel sehr stark WhatsApp verwenden die dann kein Facebook und so weiter. Und wenn man statistisch clustert, dann sieht man also hier ist WhatsApp und Facebook. Es zeigt sich zwar deutlich, dass bei jeder Linie, zum Beispiel die blaue, sind 47 Studenten ein Cluster, der zusammengehört, immer WhatsApp leicht über Facebook liegt. Das ist also ganz egal, fast welche Linie man nimmt, aber das immer gleich ist. Also es korreliert ganz stark. Das heißt, wenn jemand WhatsApp sehr stark verwendet, verwendet er auch sehr stark Facebook. Er kommuniziert einfach. Also es ist kein ausschließendes Verfahren. Man kann nicht sagen, also das eine Tool wird dem anderen irgendwann hier den Rang ablaufen, sondern es schaut einfach aus, es gibt jemanden, der im Netz kommuniziert, und der kommuniziert mit allen Tools und ungefähr gleich stark. So, damit komme ich also eigentlich zur Antwort, also wenn man sich erinnert, also ich gefragt, was ist das E-Learning, wenn ich heute, glaube ich, zu meinen Studierenden mich oft hinstelle und versuche, E-Learning zu erklären, die schauen mich eher groß an und sagen, was erklärt uns der, so wie wir arbeiten, und dann ändert das auch noch mit einem besonderen Wort, ist das dann die Wissenschaft, ist einfach so, für die ist das tägliches Leben mittlerweile, ja. Medieneinsatz ist für die mehr oder weniger normal, die haben also die Geräte, sie verwenden sie, und ich schreibe es auch so, Medieneinsatz für Lernzwecke ist für Jugendliche von heute normal, alltäglich und integraler Bestandteil ihrer Lernumgebung. Das heißt also, für einen Studierenden von heute, E-Learning, das ist ein Muss, eine Forderung, von der eigentlich ausgeht, dass also die Universität sowieso zur Verfügung stellt, weil er so arbeitet, dass er also seine digitalen Lernmaterialien hat. Gut, wenn man jetzt dann mal so sagt, was ist dieses E-Learning, dann muss man sich fragen, ja, wie lernt man denn das E-Learning, weil ich jetzt wechsle ich auf die Rolle der Lehrenden. Wir sind alle in diese Dinge hineingeboren worden,
einschließlich mir. Und jetzt sollen die alle auf einmal auf E-Learning machen, auf digitale Medien oder sonstiges. Und das ist eine große Herausforderung für uns Universitäten, weil natürlich haben wir 100.000 andere Tätigkeiten auch. Und es ist, wie Sie alle wissen, sehr mühselig, dass viele Lehrende das wirklich machen. Und was da hier relativ banal steht und das aber große Auswirkungen haben, ist, also wir brauchen, um E-Learning zu lernen, eine ganz starke Stärkung der Hochschuldidaktik. Und zwar eben in diesen Bereichen Medienpädagogik, Mediendidaktik und Medieninformatik. Ich gehöre zu denen Vertreter, die sagen, nein, es ist nicht die Medienpädagogik allein, weil sie wissen, Medienpädagogik beschäftigt sich mit Medien, Massenmedien. Wir brauchen Leute, die die Medien einsetzen können, didaktische Konzepte im Kopf haben und ich brauche Personen, die es auch prinzipiell verstehen. Medieninformatisch, also technisch. Also es nützt nichts, wenn Sie Tools anwenden können, wenn Sie nicht wissen, dass die NSA hinten mitschnüffelt. Ja? Und das ist, also sind Dinge, die ganz wesentlich sind und die nur sehr, sehr rar im deutschsprachigen Raum bisher verpflichtend eingesetzt werden. Also ich bin auch ein Vertreter, es nützt nichts, Professor, neu, Professor muss auch in eine mediendidaktische Schulung, weil nur dann kann ich gewährleisten, dass er auch die Konzepte im Kopf hat. Und das ist natürlich ganz was Heißes, ein Riesenthema und ich weiß, dass da die Fachhochschulen ein bisschen weiter vor sind, vor allem in Österreich, weil sie ja so hier später entstanden sind, aber an den Universitäten ist das ein großes Dilemma. Ja, dann braucht es natürlich, um Anreize zu schaffen, also ein Lehrender sagt, ja, ist schon toll, wenn es mich weiter schult und ich das verwenden muss, dann vielleicht auch noch. Er braucht Anreize und das ist eine organisationelle Verankerung. Also man braucht Reputationssysteme, Anreize, wenn du Medien verwendest, dafür musst du vielleicht weniger in den Hörsaal gehen. Ja, das sind also alles gesetzliche Grundlagen, die uns noch wirklich fehlen, die man vereinzelt antrifft, aber die kein strategisches Ausrollen für einen Staat und so weiter bedeuten. Also wie wird das abgegolten, wie bekomme ich Reputation davon, wie wird das dargestellt, was habe ich auch davon, dass ich mich mit Medien so auseinandersetze. Und natürlich der dritte Punkt ist, man kann also nicht nur davon reden, sondern man muss auch Infrastruktur schaffen. Was hier passiert, man kann das Geld in die Hand nehmen und sagen, ja, also wenn es natürlich, wenn ich keine Plattform habe, dann kann ich schwer darüber reden. Das heißt, ich muss natürlich auch schauen, dass das einhergeht. Das heißt, die Antwort auf die Frage 2 ist, man braucht also einen umfassenden, integraler Medieneinsatz, ist nur mit entsprechender Medienkompetenz möglich. Und das ist für mich die Stufe 2. Ja. Also die Studierenden sind soweit, ich muss jetzt auch die Lehrenden dorthin bringen und auch die Lehrer in den Schulen, was ich für ein viel größeres Problem halte, als also an den Universitäten hier Maßnahmen zu setzen. Und wenn also dann alle geschult sind, gehen wir von der idealen Welt aus, also die Studenten können es, die Lehrenden können es, dann fragen sie die, ja, was ist jetzt mit den Lehren und Lehrinhalten? Wie komme ich denn dazu? Ja, also jeder, früher war es so, jeder Professor schreibt sein eigenes Buch und wenn er es fertig geschrieben hat, hat er sein Lehrbuch gehabt. Dann haben alle Studierenden das gelernt und er ist in Pension gegangen. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Ja, also der Professor in der nächsten Universität, 50 Kilometer entfernt, macht das Gleiche und wir müssen anders arbeiten, das heißt also kollaborieren, Inhalte nutzen und so weiter und so fort. Ja, da habe ich rein drei rhetorische Fragen wieder, das ist nämlich ganz spannend im Zusammenhang und ich hoffe, ich erwische jeden bei einer dieser Fragen. Die Situation ist also, der Lernende erstellt sich also Lernunterlagen. Das ist bei mir völlig normal, indem man aus mehreren Dokumenten sie zusammenstellt. Auf einer technischen Universität nennt man das Formelsammlung. Bevor man zur Prüfung geht, macht man sich eine Formelsammlung und natürlich macht das also nur einer und der macht es besonders gut und er gibt es weiter und veröffentlicht das. Das nächste ist, der Lehrende, also ich jetzt, finde Arbeitsblätter oder sonstige Inhalte, mir gefallen also sehr gut die Kurse aus Lübeck, ich nehme da einfach was runter, weil warum soll ich es doppelt machen und zeige es meinen Studenten und darf ich dieses Dokument jetzt also ein bisschen abändern, weil zumindest das Logo muss ich austauschen und an die Lernende weitergeben, als Kopie oder als Digitalkopie, wie auch immer. Ja, und dann das dritte, der Lernende schreibt also die Prüfung an einer Bildungsinstitution, das ist bei mir also alltäglich. Jetzt geht er heim, schreibt also aus dem Gedächtnis die Fragen wieder auf das Papier und legt es also auf irgendeine Prüfungssammlungsdatenbank, so wie es also bei uns das zuhauf gibt, damit die Nächsten natürlich auch davon profitieren können, weil irgendwann sind auch meine Fragen erschöpfend und da kann man ja doch gut lernen davon. Ja, also ich hätte nicht gefragt, also wenn ich nicht bewusst also irgendwas provoziere, in der Regel ist es so, sehe ich schon, kommt da wieder. Also drei Fragen und eine Antwort ist nein, in der Regel.
Ja, nein, aus einem heraus, dass wir Urheberrechtsregelungen haben. Und diese Urheberrechtsregelungen gerade im deutschsprachigen Raum, also da sind wir besonders strikt und besonders streng, Österreich und Deutschland können sich also hier die Hand geben, erlauben es im Regelfall also nicht, Materialien, die einfach im Internet herumschwirren, eben für solche Zwecke im Unterricht einzusetzen. Und dann wird es haarig. Ja, also wenn Sie dann das machen, Sie dürfen es eigentlich nicht. Gerade in Deutschland, weiß ich, gibt es also genug Anwälte, die Sie einfach verklagen, weil die brauchen also keinen Klienten, sondern die sagen, es ist wie zu schnell fahren, Sie machen etwas falsch. Und das Verklagen ist in der Höhe von 2 bis 3 Monatsgehältern. Also das ist auch nicht gerade billig. Und das, was ich meinen Lehrenden rate, wenn das passiert, dann sage ich, zahlen nützt nichts. Ja, ist eine Urheberrechtsverletzung, da können wir nicht an. Ja, das ist natürlich ein großes Problem, weil das ist also auch das hier, wir haben über die ACTA diskutiert, wir diskutieren also, wie gesagt, über sehr viele Probleme, die noch sogar viel weitreichender sind, und das kollidiert halt ständig mit dem amerikanischen Gesetz. Das amerikanische Urheberrechtsgesetz ist Fair Use. Das ist ein bisschen, sind 2 Wörter. Das heißt Fair Use, das ist sehr interpretierbar. Sie können im Prinzip alles machen, was Sie aus Amerika kriegen, aber Sie dürfen halt nichts machen mit deutschsprachigen Materialien. Ja, und dann fragt man sich, also wenn wir gerade strategisch oder auch in Österreich über Tablet-Klassen diskutieren, da super toll ausrollen, jeder hat sein Laptop, sein One Laptop per Child, sein Tablet, sein Smartphone, habe ich überhaupt Lerninhalte dafür? Ja, weil die Schulbuchverlage sagen ganz nüchtern, ja, wenn Sie unsere Software verwendet und wenn Sie unsere Digitalisierung verwendet, dann können Sie das auch raufspielen im Klassenverband. Das Problem ist, der Elternteil ist kein Klassenverband mehr. Das heißt, schickt Ihr Kind, das ist eine Frage weiter aus dem Buch, hat der Kind gerade eine Urheberrechtsverletzung gemacht. Und dann ist halt die Frage, sollen wir als Staat nicht darüber nachdenken, dass nicht unsere Kinder Urheberrechtsverletzungen machen. Ja, also das, irgendwie ist dieses Problem schon anders zu behandeln. Ja, was gibt es für Lösungsansätze? Und da komme ich ja, glaube ich, in dieser Runde relativ weit. Ne? Also wir sagen immer Open Culture. Also Open Culture ist natürlich die Open Source Bewegung die größte davon und auch die längste und ältest dienendste, die das Problem natürlich schön umschifft, weil hier ist es explizit erlaubt. Und natürlich gehört also für Universitäten wichtig Open Access dazu. Sie können die Debatte, Forschungsinhalte sollten eigentlich, wenn sie schon vom Staat bezahlt sind, auch wieder der Öffentlichkeit zugutekommen und nicht, dass sie wieder ein Buch bei Springer kaufen müssen. Bis hin also eben zu dem Thema, wo ich ganz stark bin, Open Education Resources, das ist das Gleiche. Also Lerninhalte, die an Universitäten erzeugt werden, und auf dem Standpunkt stehe ich noch immer, sollten auch wieder der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden dürfen und können. Also wir sind vom Staat bezahlt, also ich auch, und deswegen kann ich also nicht sagen, mein Urheberrecht und ihr dürft alle dieses Buch nur zahlen und kein anderer darf es verwenden. Ja, das ist also im Prinzip ist es sehr einfach. Also Open Education Resources sind Materialien für Lehrende und Lernende, welche a kostenlos im Web zugänglich sind. Das ist also noch bei sehr, sehr vielen der Fall. Und jetzt kommt es eben über diese entsprechende Lizenzierung verfügen. Das heißt, wenn auf dem Material, das Sie runterladen, nichts steht, dann haben wir so einen Urheberrechtsschutz drauf. Das gilt auch für einen YouTube-Film. Ja, also es steht auch bei 99% der YouTube-Filme nicht dabei, dass Sie die überhaupt verwenden dürfen in Hörsälen. Das heißt, Sie dürfen in Hörsaal keinen YouTube-Film zeigen, Sie machen eine Urheberrechtsverletzung. Ja, genau, das ist immer ein großer Grenzfall. Also in Österreich ist öffentliche Vorlesung öffentlicher Raum. Ja, und im Seminar kann man wieder streiten gehen. Also da gibt es immer wieder große Debatten und natürlich da ist es auch ganz wesentlich, also die Lizenzierung einzufügen. Das ist einfach, Sie machen einfach eine Creative Commons Lizenz drauf, auf Ihr Arbeitsblatt, auf Ihre Webseite, unter Ihren Film, und das Ganze ist geregelt, jeder weiß, wie er es einsetzen darf und kann es auch selbstverständlich weiterverwenden. Und das ist das Ziel, also auch quasi Bildungsinhalte auszurollen, und da gehen der Andreas und ich eben konform, weil es bringt uns nichts, offene Kurse anzubieten und dann im zweiten Schritt nachzudenken, ja, die offenen Kurse kann aber keiner offen in der Bildung bei sich wieder einsetzen, weil eben keine Lizenzierung da ist. Also ganz ein wesentlicher Punkt. Ja, dass das Ganze wesentlich ist, dazu habe ich auch Beispiele. Also wir tun ja auch viel auf dem Sektor, die meisten, also sehr viele haben mich kennengelernt über unser großes Lehrbuchprojekt, als erstes großes Lehrbuch mit so 300 Personen geschrieben, mit dem Ziel, dass wenn dieses Lehrbuch fertig ist, dass es frei verfügbar ist, ja, frei verwendet werden kann. Sie können jedes Bild da drinnen nehmen, Sie können jedes Bild verändern, Sie können jeden Text verändern und können das wieder in Ihre Lehre einsetzen. Und dieses Buch gibt es auch gedruckt in vielsten Varianten, also L3T. Und dass das Ganze wirkt, das zeigt die nächste Folie, das ist der derzeitige Downloadstand. 400.000, 4 Jahre online, 400.000 Downloads.
Das verkaufen sie nie. Ja, ich weiß auch, ich habe 200 Bücher verkauft im Druck und ich habe 400.000 Downloads. Das heißt, es ist ein massiver Bedarf da, auch das zu tun. Also ich kann schon sagen, wir haben mit diesem Buch nachhaltig, also im Bereich der mediengestützten Lehre, etwas erreicht. Ja, das ist also heute in Verwendung, wird von vielen, vielen verwendet und hat also sein Ziel erreicht. Und die 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, glaube ich, können durchaus stolz sein, da irgendwas geleistet zu haben. Ja, wir arbeiten auch auf anderen Sektoren sehr stark. Also wir in Österreich haben das sogenannte Austria Forum. Das ist eine kleine Wikipedia nur für Österreich. 500.000 Objekte, 10.000 Webbooks, die vielleicht nur mal so zur Verfügung stehen, die kriegen Sie zum Teil nicht mehr in Bibliotheken. Wir haben Stahlstiche drinnen und so weiter. Auch das Ziel, an Schulen Materialien bereitzustellen, die da drinnen sind. Wir haben da drinnen 4 bis 5 Schulbücher abgebildet in der Form, dass wir den Schulstoff eines Jahres quasi gebündelt haben, zusammengestellt haben. Das kann aktiv genutzt werden. Auch hier 4 Millionen Pageviews im Jahr, 1,2 Millionen Nutzer. Also das zeigt schon, also dass da ein Riesenbedarf ist, vor allem also auch an den Schulen. Und das sind also verifizierte Inhalte. Ja, und zu guter Letzt, also machen wir quasi das Pendant hier in Graz zu Moin. Bei uns heißt es IMUX und das ist auch ein Wortspiel, also das österreichische IMOX. Darum heißt es nicht IMUX. Wir wissen, dass keiner MOOC sagt dazu, außer ich natürlich. Ne? Also die anderen reden mit IMOX und kommen dann drauf im Wortspiel, also dass das ganz, ganz nett ist. Und wir haben also vor einem Jahr gestartet. Wir haben heute auch 15 Kurse online und jeder Kurs ist eben eine sogenannte Open Education Resource. Das heißt, man kann ihn nicht nur gratis besuchen, er bleibt auch stehen. Und Schulen können das also einsetzen oder wo auch immer es in Bildungssystemen gebraucht wird. Ja, also der dritte Punkt ist die Öffnung der Zugänglichkeit von Bildungsinhalten brauche ich, ja, weil wir brauchen Bildungsinhalte, wir können das alles doppelt und dreifach machen und wenn also die Lehrenden so ausgebildet sind, dann werden sie zwangsläufig nach Inhalten schreien und da müssen wir ihnen die Inhalte zur Verfügung stellen, ihnen Unterstützung geben, wo sie selbst Inhalte zur Verfügung stellen können, um also quasi möglichst breit aufgestellt zu sein. Also das, wenn ich heute meine Studierenden zuschaue, die also gerade in der Informatik sagen, wenn ich sie frage, warum seid ihr nicht in der Vorlesung, dann sagen sie, na, der in Hessen macht das besser, dann denke ich schon darüber nach. Das heißt, die schauen sich schon Videos an, ne? Die holen sich die Information woanders. Und das ist gut so, weil, also wie gesagt, ich kann nicht, auch ich nicht, also wenn ich mich sehr bemühe, 100 Studenten gleich gut bedienen. Das ist also ganz schwierig. Manche Leute hören mal zu, manche nicht. Und andere finden den anderen besser und deshalb gern ihm das also besser und so weiter und so fort. Das heißt also, die Vielfalt, also der Lerninhalte, das erhebt natürlich das zwangsläufig auch das Bildungsniveau und das Verschließen hinterm Kammerl, was eh mit Steuergeldern gezahlt worden ist, ist für mich dann also hier etwas ein schräger Gedanke. Ja, wenn man jetzt das hat, ne, dann muss man sich fragen, jetzt haben wir die Inhalte, jetzt haben wir gut ausgebildete Personen, da müsste man sich in nächster Konsequenz fragen, also wie mache ich denn jetzt dieses E-Learning auf gut Österreichisch? Dann heißt es so, dass die Konzepte, die theoretischen durchaus vorhanden sind. Wir forschen auf diesem Sektor sehr lange schon, es gibt so heute modernen Flipped Classroom, Inverted Classroom, wir haben also Blended Learning, alles hinter uns, wir haben Konzepte dazu und die muss man jetzt auch in die Hörsäle bringen. Ja, das ist ein Riesenschritt, das ist nicht so, wir reden heute drüber und es machen zwei, sondern ich will ja, dass das alle machen, dass das also quasi in Curricula Einzug hält, dass es völlig normal ist, dass ein gewisser Online-Anteil hier herrscht und dass auch in Curricula drinsteht, diese Vorlesung heißt Blended Learning, wie auch immer, und das steht da drinnen und dann ist es auch so zu halten. Und also, das muss man also irgendwie systematisieren. Wie gesagt, also hier, ich habe diese Barbecue-Typologie, die wir seinerzeit also definiert haben, auch noch einmal angeführt, wo es also darum geht, wir fangen an beim technologiefreien Präsenzunterricht und gehen bis zur reinen Online-Lehre. Und es ist also, hier gibt es so viele verschiedene Formen, die kennen wir, die wissen wir. Das heißt, das muss jetzt also eben den Schritt weiterkommen, dass es auch wirklich also verankert wird. Ja, das heißt, adäquater Medieneinsatz erhöht also die didaktische Vielfalt. Ja, also wenn Leute jetzt wissen, was sie mit den Medien machen können, das ist die Grundvoraussetzung, sie haben die Inhalte, dann kann ich sie auch über die didaktische Vielfalt weiterbilden. Dann werden die nachdenken drüber und sagen, jetzt habe ich schon so viel, wie mache ich das jetzt am besten und am geschicktesten, wie lernen meine Leute da am besten, wo gibt es Good Practice und so weiter. Ja, und dann kommt es also zum fünften mit dieser Frage, wo lernt man denn eigentlich? Also ist der Lernraum oder der Lehrraum tatsächlich noch nur dieser Hörsaal hier, diese Hochschule, nur der Professor an diesem Ort um 8 Uhr in der Früh? Oder gibt es andere Formen? Und da gibt es natürlich heute schon viele Beispiele. Ich bringe manchmal die Folie recht gern. Also wir stehen, also Sie wissen, wie
Vor 6, 7 Jahren hat es kein iPhone gegeben. Heute würde jeder sterben, wenn er dieses Gerät nicht hat oder ein Android, das ist ja egal. Wo geht es hin? Man sieht also hier Devices, die wearable sind und also wo Leute nur mal Projektionsflächen brauchen, um schon mit Objekten zu hantieren. Google Glass ist zwar für die Privatperson wieder zurückgezogen worden, aber die 3D-Brillen stehen also eigentlich kurz vor der Markteinführung. Und da gibt es natürlich ganz so tolle Dinge wie Multitouch und so weiter, wo Sie gemeinsam mit digitalen Inhalten auf Tafeln oder eben auch auf Boards arbeiten können. Das hier war zum Beispiel der erste österreichische Versuch zu One Laptop per Child. Hier haben Kinder mit 6 Jahren jeder so einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen. Sie haben weder schreiben noch lesen noch rechnen gekonnt und gleichzeitig haben sie einen Rechner bekommen. Also die Klasse ist mittlerweile fertig, also ist in der Unterstufe. Und die sind auch nicht schlecht, als wie alle anderen zuvor. Also es ist nichts Dramatisches passiert, hat alles gut geklappt. Ja, wir bewegen uns in einer mobilen Generation. Also wenn ich den Kindern von heute zuschaue, ist es also völlig normal, dass sie solche Geräte in der Hand haben. Ich kann sie gar nicht mehr bedienen, aber da gibt es so viele davon. Die liegen nur mal herum und versuchen also quasi hier miteinander zu arbeiten. Mobiles Lernen ist dann wirklich mobil. Ja, also Lernen in Situationen, wo wir es vielleicht gar nicht gewohnt sind. Wir haben eine schöne Kooperation mit einem Berliner Unternehmen, Unlock Your Brain. Das gilt jetzt nur für alle jene, die Android haben. Leider gibt es keine iPhone, weil das technisch nicht lösbar ist. Und zwar ist es so, damit Sie einen Lockscreen entsperren können, müssen Sie entweder eine mathematische Aufgabe lösen, ein Vokabel lernen oder Sonstiges. Ja, die Idee ist unglaublich genial. Ich habe, wie ich das erste Mal gehört habe, das war unglaublich, habe ich gesagt, geniale Idee, besser geht's nicht. Die haben Millionen von Daten, da rechnen Leute um der ganzen Welt, die wissen gar nicht, wohin mit ihren Daten. Wir sind in der glücklichen Lage, diese Daten analysieren zu dürfen und quasi Learning Analytics im Hintergrund zu machen. Aber das ist unglaublich spannend. Sie kommen schon in Ihr Telefon, wenn Sie es dreimal falsch gemacht hat, lässt man Sie weiter. Also so quasi. Also nicht, dass das Telefon dann gesperrt bleibt und dann gar nichts mehr macht, aber... Aber es ist unglaublich spannend, also hier sehr einfache Rechnungen, einstellige, zweistellige Multiplikationen und natürlich zeigt sich, dass Leute, die das eine Zeit lang machen, dann natürlich in der zweistelligen Multiplikation besser werden. Das ist also ein normaler Effekt, man weiß die Ergebnisse auswendig und wird da so unglaublich fit und sehr schnell. Ja, dann gibt es natürlich die ganze Welt der Apps, die quasi extra für Inhalte gebaut werden. Hier kann man Widerstände zusammenbauen. Das war also auf irgendeiner App für Elektrotechnik, die also irgendwie haben wollten, dass man Widerstände mal anschieben kann und sich hier explorieren und das lernen kann. Was habe ich noch mit Twitter-Walls, wie Sie hier sehen, wie haben wir das in der Lehre zum Teil in Einsatz gebracht? So können Sie mir anonym Fragen stellen. Also es gibt also die zweiten Beamer, der geht da leider nicht. Gibt es die Twitter-Wall daneben, hier werden Fragen gespielt. Ich kann mit einem zweiten Hashtag rausfiltern, wenn eine Question auftritt. Und das wird vielleicht von einem Tutor oder einem Assistenten mich dann wieder gefragt. Und es ist insofern anonym, dass man ja nicht unbedingt weiß, wer die Person ist, die das macht. Warum machen wir es mit Twitter? Weil es am einfachsten ist. Ja, das haben die Leute auf den Geräten, das können sie. Und daher können sie also, wird mit Twitter-Walls gespielt. Ja, Games haben ein quasi Revival erlebt durch das Mobile. Wir können heute also spielerisch Dinge machen, auf den Mobiltelefonen an der Haltestelle spielen, weil man ein bisschen trainieren müssen für die Prüfung morgen. Und das ist also eins der Spiele, der sogenannte Schnittkraftmeister, für das sind wir weltweit berühmt geworden, für Bauingenieure, Maschinenbauer, das Trainieren also von Schnittkräften sehr einfach und sehr schnell. Ja, und dann Potenziale, die wir, glaube ich, überhaupt noch nicht ausnutzen, die aber riesig sind, ist kooperatives Lernen über diese Devices. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Man hat also ein iPad in der Mitte, der hat die Rechnung, die ist 3+9 in dem Fall. Und bis zu 4 iPhones gibt es daneben, die können sich also jetzt mit diesem Spiel verbinden. Und das ist die Bingo-Karte. Ja, und die Kinder sitzen auf einem Tisch, 3+9, und dann schauen sie halt aber auf ihren Apfelbaum diese richtige Lösung, also 12 haben, und drücken da drauf. Und da wird also miteinander Bingo gespielt. Und es ist nicht ein stilles Spiel, das heißt, also jeder schaut nur ganz geheimnisvoll auf sein iPad. Wenn Sie das hören, dann müssen Sie eigentlich die Klasse verlassen, weil die Kinder schreien sich gegenseitig an, was die richtige Lösung ist und du weiter. Und die Schlechten lernen quasi mit den Guten mit und da entsteht viel, viel Lernen, also durch Kooperation. Und die Kooperation ist also nicht nur die Person, sondern auch die Devices, die kollaborieren miteinander. Wir haben Memory-Spiele damit gebaut, einfach zu sagen, jetzt die Möglichkeit, wir haben viele Devices, verbinden wir die auch noch und machen also aus dem Ganzen noch mehr Power.
Ja, dann haben wir neue Felder. Neue Felder heißt also Learning Analytics. Ich behandle jetzt nicht den Datenschutz, das ist natürlich in dem Zusammenhang immer ein eigenes Thema. Aber zum Beispiel, was kann das bedeuten? Also das längste Beispiel ist, ich habe jetzt mein 1x1-Trainer. Ich habe also heute 750.000 Rechnungen. Ich habe den offen und frei zur Verfügung gestellt. Und ich kann Ihnen beantworten, was die schwierigste Rechnung des 1x1 ist. Tipps, ohne dass jeder groß auf das Bild schaut. 7x8, andere Meinungen. Das ist spannend, wir sind im Jahr 2015 und es ist kein Standardwissen. Ne? Das können mir auch keine Mathematiklehrer beantworten, das gibt es einfach nicht, solche Untersuchungen. Wir haben sehr stark also in der Literatur gegraben, haben gedacht, das Problem haben wir behandelt. Es gibt bis heute also eine einzige Untersuchung mit 1000 Probanden. Ich habe 750.000 jetzt. Ne? Und das, jetzt sehen Sie die Power von Learning Analytics, das heißt, dass wir erstens Daten mitschreiben können von Kindern und dadurch also Dinge generieren können, die so nicht möglich waren. 7x8 war knapp daneben, es ist also die Rechnung 6x8. Die 7x8 ist dann die dritte, weil es kommt 6x8, dann kommt 8x6 und dann kommt 7x8, weil es sind die Kinder noch zwei unterschiedliche Rechnungen. Also man sieht, die 8er-Reihe ist jetzt da natürlich also die, die am meisten Schwierigkeiten macht, für die Welt gesehen. Die Frage ist vielleicht, liegt es daran, dass die 8er-Reihe zum Schluss gelernt wird, als letztes nämlich in der Schule? Das könnte ein starker Zusammenhang sein. Was ist, wenn wir es umdrehen und die 7er-Reihe zum Schluss lernen, ist dann die 7er-Reihe das Schlechteste? Also es sind sehr, sehr viele Fragen, die wir also daraus generiert haben. Und das können wir natürlich, also dieses Bildchen hier, nicht nur für alle zeigen, wir können es pro Schule zeigen, pro Kind zeigen. Und ich kann jetzt hergehen und eigentlich nicht prüfen, indem ich sage, ich frage wieder die 8er-Reihe ab, sondern ich frage im Maxigon, sind es 8x7 und beim anderen weiß ich, ist es 6x8 oder beim anderen ist es 4x3. Und ich kann also individuelles Lernen damit fördern in der Schule. Das ist die Idee von Learning Analytics, zu sagen, also wir haben Möglichkeiten, die wir einfach technisch gesehen also noch gar nie gehabt haben in dieser Ding. Ja, dann habe ich natürlich diese ganze MOOC-Bewegung hier, also hier ist das Beispiel bei uns von einem, das war unser erster MOOC, Lernen im Netz, mit der Idee, also Kurse anzubieten, viele zusammenzubringen. Andreas und ich haben ja auch schon gemeinsam publiziert, wir haben wirklich ähnliche Zahlen. Es ist so, also es sind sehr, sehr viele Weiterbildner, also für mich die markantesten Ergebnisse sind, dass 70% der Personen, die also MOOCs mitmachen, älter sind als ich und ich quere 40. Das heißt also, das ist wirklich ein starker Sektor für berufsbegleitende Angebote und ich kriege sehr viele E-Mails von Leuten, die sagen, endlich macht ihr was, weil wir stehen im Beruf, wir haben keine Zeit, irgendwo hinzugehen und da bin ich flexibel und kann mitmachen, kann mich auf dem Stand halten. Auch von Pensionisten. Also es ist wirklich so, dass die Schicht ganz klar nach oben rückt und was mir noch sehr wehtut, ist, es sind im letzten MOOC 94% haben mindestens ein Abitur. Das heißt, dass ich rede mit sehr gut gebildeten Personen, weil 70% auch noch Bachelorabschluss haben. Das heißt also, dass wir diese Bevölkerungsschicht, wo ich also eigentlich darum kämpfe, dass wir Bildung in die Gesellschaft bringen, uns durchaus sehr schwer tun. Warum? Weil diese Personen uns auch ganz stark sagen, die wichtigste Kompetenz für den MOOC ist selbstgesteuertes Lernen. Und ich glaube, dass wir in Schulen heute noch sehr schwer oder sehr schlecht also auf dieses hinschauen, dass Kinder wirklich selbstgesteuertes Lernen lernen, weil das wesentlich sein wird für das Lifelong Learning und es wird wesentlich sein, dass sie es also auch in Zukunft im Beruf Fuß fassen können. Da ist also sehr, sehr großer Ausholbedarf. Das ist also die erste so ganz grob Evaluation, die wir also machen. Und da sieht man also schon sehr stark, welche Bildungsschichten. Also wir tun sehr, sehr viel für Akademiker gerade, die fressen diese Angebote eigentlich. Ja, damit komme ich zur fünften Antwort, also Lernen wird ubiquitär, das heißt, also dieser Hochschulraum ist ein Raum, ist also eine Möglichkeit zu sagen, ich habe heute Zeit, ich folge Martin Ebner live, aber es gibt ihn ja auch als Aufzeichnung, es gibt von ihm also Übungen oder sonstiges und ich muss nicht jedes Mal hingehen, weil vielleicht ist die sechste Einheit eh klar, das kenne ich schon, es wird flexibel, man lernt also an vielen Orten zu verschiedensten Zeiten und das ist dann die Stufe, wie gesagt, wenn natürlich diese Lernangebote auch da sind, ne? Es nützt nichts, wenn wir es nicht haben, das ist also auch ein Zwangmittel, die Leute in den Hörsaal zu bringen, wenn ich sage, ich sage es euch nur vor Ort. Ne? Das ist natürlich klar und das wird von vielen auch noch so gespielt. Ja, also ich diskutiere solche Themen, also auch jetzt kommt mein Werbeblock, so wie in der Bildung, also wie von der Politik gibt es jetzt die Keynote-Werbeblock. Also ich mache also einen MOOC, der startet in 2 Wochen, der heißt Gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Darum geht es, dass wir also Begriffe der Informationstechnologie diskutieren. Und zwar, ich habe 500 Studenten, die warten begierig darauf, dass die Welt da draußen mit ihnen diskutiert. Weil meine Studierenden, die sind alle noch jung, die haben alle noch den Wahn, dass sie sehr, sehr viel Geld verdienen mit ihrem Know-how.
und die wollen eigentlich nur Geld verdienen und die verstehen gar nicht, warum man über E-Health diskutieren muss, da kann man ja viel Geld scheffeln. Ja. Und die Idee ist jetzt, also wirklich die Gesellschaft dazu zu holen, um ihnen zu zeigen, dass also viele andere Sichtweisen davon, dass es tatsächlich existieren. So, jetzt muss ich nur noch den Film finden, der sollte hier laufen. Ton ist auch da, also das ist der kurze Trailer zu diesem Film, also zu MOOC. Ja, also dieser Werbeblock hier, also da geht es nicht nur um die Bildung, aber Bildung, MOOCs und so weiter ist ein Riesenthema da drinnen. Ich würde sagen, da beschäftigen sich 3 bis 4 Experten, die also speziell zu diesem Thema arbeiten und vielleicht schneiden sie ja genau in dieser Woche rein und alles andere nimmt das so mit. Ja, damit komme ich quasi zum Abschluss fasse noch einmal zusammen, also die Zukunft des Lernens. Ich betone noch einmal zumindest 2032, also wir haben dringenden Handlungsbedarf, ist ohne Medien für Jugendliche undenkbar. Ja, das ist deren Welt, deren Bestandteil, das ist einfach so, benötigt also umfassende Medienkompetenz, vor allem auf Seiten der Lehrenden, ja, dass wir also wirklich auch wissen, wie wir umgehen damit, was wir machen können. Und natürlich auch organisatorische Rahmenbedingungen, ist ohne frei zugängliche Bildungsinhalte kaum umsetzbar, weil wie gesagt, das nimmt immer mehr zu und hier sollte ein reger Austausch beginnen, ermöglicht dann uns schlussendlich eine hohe didaktische Vielfalt, das heißt, wir können dann also so arbeiten, wie wir gerne würden und passiert schlussendlich dann überall und auch zu jeder Zeit und irgendwann hat man dann seinen Abschluss, weil man also jene Inhalte auch gemacht hat, die einen interessiert haben und die man gebraucht hat. Ja, damit bedanke ich mich, ich stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung, jetzt, später, online, wie auch immer. Danke sehr.